So, damit setzen wir in der Tagesordnung von vorne fort. Und als nächstes ist Tagesordnungspunkt 31 an der Reihe, Ausrichtung der Bundesgartenschau 2033 in der Landeshauptstadt Dresden. Es liegt ein Ergänzungsantrag vor, der dürfte zunächst eingebracht werden. Und danach steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Bündnis 90 Die Grünen beginnen. Bitte schön, Herr Lichti. Sorry, dass ich schon wieder da vorne stehe, ist die Tagesordnung, nicht ich. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, UGA 2033, großes Thema, großes spannendes Thema, könnte eine große Chance für die Stadt werden. Wir haben diese Ideenskizze, ich glaube, mehr ist es auch nicht, vom Oberbürgermeister zur Kenntnis genommen, auch in den Ausschüssen diskutiert. Sie enthält aus unserer Sicht viele positive Elemente, lässt aber auch mindestens genauso viele Fragen noch offen. Ich fange mal mit dem Positiven an. Also die Idee, die auch, wenn auch nicht prägend, oder das ist für mich unklar, was der OB damit eigentlich meint, die aber auch jedenfalls der Gedanke enthalten ist, ist die Frage und die große drängende Zukunftsthema, wie kann man eigentlich eine Stadt, eine Großstadt wie die Stadt Dresden, an den Klimawandel anpassen? Wie muss die Stadtstruktur neu ausgerichtet werden? Wie müssen Grünzonen aussehen? Wie wohnortnah müssen Grünzonen zur Erholung sein, auch zur Mikroklimatisierung? Was brauchen wir da? Der Oberbürgermeister schlägt dort vor, und das trifft auf unsere ausdrückliche Zustimmung, die Idee Blaues Band Geberbach damit einzubringen. Wir haben ja auch gleich nachher noch den Antrag zum Erwerb der Grundstücke am Chiemsee-Leuben, auch ein ganz wichtiger Schritt, den wir gerne unterstützen. Und er hat zum Zweiten die Idee gemacht, naja, wir machen dann im Grunde von der Elbe über das Unigelände, die Uni hat ja einen eigenen grünen Plan, grüne Idee, bis zum kommenden Südpark dort zu entwickeln. Das ist eine spannende Idee, die geht völlig in die richtige Richtung, weil sie, sage ich mal, durch zentrale Siedlungsräume, durch innerstädtische Räume jetzt die Idee von verbindenden Grünräumen aufgreift. Was uns trotzdem doch dann sehr gewundert hat und was wir eigentlich auch ablehnen müssen, ich sage es jetzt mal so, die Dinge sind ausschließlich für den Südraum Dresden gedacht. Ja, so wichtig wie das dort ist, glaube ich, wenn wir eine Bundesgartenschau Dresden machen, dann kann das sich nicht nur auf Süddresden beziehen oder südlich der Elbe, das geht nicht. Ja? Also das muss auch der Norden des Raumes betrachtet werden, zumal wir dort ja nicht nur die Elbe haben, wir haben auch dort beispielsweise den Priesnitzgrund, wir haben dort die Heide, wir haben dort die Junge Heide, wir haben dort hervorragende Grünräume, wir haben dort die Halde, wir haben den Heller und so weiter. Das können wir nicht einfach irgendwie links liegen lassen oder rechts liegen lassen. Das heißt, wir wünschen uns eigentlich, dass in der Machbarkeitsstudie, um die es ja jetzt hier geht, die wir anstoßen sollen, das thematisch und räumlich ein bisschen mehr geschärft wird. Und deswegen habe ich auch nochmal einen eigenen Antrag geschrieben. Mir ist der Antrag, der auf Initiative der SPD dann durch den Finanzausschuss gegangen ist, bekannt. Da sind auch viele positive Ideen drin. Aber ich glaube, wir müssen es noch etwas schärfer fassen, sowohl thematisch als auch von den Räumlichkeiten, von den Räumen her, als auch von den konkreten Projekten, die anzugehen sind. Also thematisch ganz klare Priorität, wie passt sich Dresden vorbildhaft an den Klimawandel an? Was wir nicht wollen, ist, sage ich mal, eine Bundesgartenschau, wie man sie vor 30, 40 Jahren gemacht hat. Ich mache ein Gelände, mache einen Zaun drumherum, nehme Eintritt und mache dort ein Blütenmeer fremdländischer, nicht gebietsheimischer Pflanzen. Und danach wird das Gelände wieder zugesperrt und das war's. Ich weiß, die heutigen Bundesgartenschauen funktionieren nicht mehr nach diesem Prinzip, sondern es wird immer geguckt, was kann denn eine Bundesgartenschau auch für die Stadtentwicklung wirklich auch beitragen und auch vor allem dauerhaft beitragen. Und wenn ich das persönlich einbringen darf, in meiner Heimatstadt Heilbronn war im Jahr 2019 die Bundesgartenschau. Dort wurde ein altes Hafengelände in vorbildlicher Weise in den Stadtkörper integriert. Es ist ein ganz neues Stadtviertel, innerstädtisch, wunderbar, wird von den Leuten angenommen, ist eine klasse Sache. Und ich meine, das, was in Heilbronn möglich ist, sollte in Dresden erst recht möglich sein. Räumlich, also blaues Band, alles ganz gut, aber der Nordraum muss betrachtet werden. Ich sage einfach, ja, Halde 1, Halde 2, wer dort mal spazieren geht, die Neustädter werden es wissen, wunderbar, aber kahl, nicht angelegt, kann man weitermachen. Priesnitzraum, Heide, auch Pieschen, das alte Thema Hufewiesen, ja, müsste dort aus unserer Sicht auch betrachtet werden.
Was wünschen wir uns, was auch die SPD gefordert hat, die Idee Keizbach wieder aufzugreifen? Der Keizbach verläuft ja durch den Großen Garten. Es gibt die Idee, den an der Zinzendorfstraße freizulegen. Ja, das ist eine super Geschichte. Eigentlich müsste er aber weiter dann über die Petersburger, am Rand der Petersburger, ich weiß, es ist schwierig, aber deswegen reden wir ja von der Machbarkeitsstudie, dann zur Elbe runtergeführt werden. Dann hätten wir auch die alten stadträumlichen Beziehungen, die im Grunde seit dem Mittelalter bis in die Renaissancezeit dort bestanden haben, wieder hergestellt. Ich möchte aber auch, dass wir uns mal wieder Gedanken machen über die riesigen Sandabbauflächen am Heller und am Priesnitz. Das sind hervorragende Räume, die auch für die Gestaltung dort eigentlich sich geradezu anbieten. Und ich finde, wir sollten uns da mal einen Plan machen, wie die wieder in den Stadtraum integriert werden können, in den Naturraum integriert werden können. Also mein Petitum ist ja zur Bundesgartenschau 2033, aber bitte die Machbarkeitsstudie auf die wirklich zentralen Themen thematisch und räumlich zuzuspitzen, sodass wir dann auch wirklich ein breit getragenes, gutes Gesamtkonzept bekommen. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Bündnis 90 Die Grünen beginnen. Herr Dr. Teppe, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das Wichtigste zuerst, unsere Fraktion unterstützt grundsätzlich die Bewerbung Dresdens für die Bundesgartenschau 2033. Bundesgartenschauen sind nicht nur Blumenausstellungen oder ein Ausflug ins Paradies für Kleingärtner und andere Gartenfreunde, sondern sie haben in der Vergangenheit für viele Städte wichtige Impulse zur Stadtentwicklung geliefert. So sind in vielen Städten wunderschöne Parkanlagen entstanden. Ich möchte nur hinweisen auf Planten und Blumen in Hamburg oder den Killesberg in Stuttgart. In den letzten Jahren konnten Städte eine Bundesgartenschau erfolgreich nutzen, um vernachlässigte Stadtteile richtungweisend zu erneuern. So hat die Bundesgartenschau in Schwerin 2009 wesentlich zum Umbau der Innenstadt in eine grüne Innenstadt beigetragen. In Berlin-Marzahn konnten 2017 ein randständiger Stadtteil attraktiver gemacht werden und es entstand nicht nur ein Naherholungsgebiet, sondern die heute auch noch nach wie vor sehenswerten Gärten der Welt. Kann ich Ihnen nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Herr Lichtier hat auf Heilbronn hingewiesen 2019 und ich möchte noch Erfurt erwähnen, wo eben die Geraaue, die Flussaue renaturiert worden ist. Und ein großes Naherholungsgebiet in Nachbarschaft eines sozial benachteiligten Stadtteils entstanden ist. All diese Dinge werden möglich, weil für Bundesgartenschauen umfangreiche Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. So können wir auch in Dresden die Bewerbung um die Bundesgartenschau 2033 nutzen, um eine ökologisch und am Klimawandel orientierte Stadtentwicklung voranzubringen. Die in der Ideenskizze der Verwaltung vorgeschlagenen Hauptstandorte Blaues Band Geberbach und Südpark bieten dafür vielfältige Möglichkeiten. Wir freuen uns als Grüne besonders, dass damit das für einen Biotopverbund im Dresdner Südosten wichtige Projekt Geberbach Blaues Band endgültig abgesichert werden kann. Auch die Entwicklung des Südparks kann nun schnell vorangebracht werden. Doch, Herr Lichtier hat auch schon darauf hingewiesen, es bleiben auch Fragen an die Ideenskizze, die uns präsentiert wurde. So wird etwas sehr großspurig von einem Grünzug in der Innenstadt, von der Elbe über den Großen Garten, TU bis zum Südpark geredet. Nun, da muss ich mal sagen, bei dem vielen Beton und Asphalt, die zwischen diesen Arealen liegen, ist ein Grünzug allerdings noch nicht zu erkennen. Also da müsste noch viel passieren, damit das wirklich ein Grünzug wird, der eben auch dem Biotopverbund dient. Und es wird auch nicht deutlich, wie die Nachhaltigkeit gerade für den Naturschutz gewährleistet werden soll und welche ökologisch orientierten Impulse von der Bewerbung für den Nahverkehr, beispielsweise bei der Schaffung neuer Radverkehrsverbindungen, ausgehen sollen. Aber die Ideenskizze ist ja noch nicht der definitive Vorschlag. Mit der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses sind nun ohnehin zahlreiche zusätzliche Wünsche und Aufträge formuliert worden. Deshalb ist es gut, wenn mit der Vorlage, über die wir heute abstimmen sollen,
zunächst einmal eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wird und ein Beratungsgremium in Arbeit gesetzt werden soll. Für diesen Prozess halten wir aber als Grüne eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung für ganz wesentlich. Deshalb haben wir über Ergänzungsanträge, die Eingang in die Beschlussempfehlung gefunden haben, dafür gesorgt, dass auch die betroffenen Stadtbezirksbeiräte je einen Vertreter oder eine Vertreterin in die beratende Kommission entsenden können. Nun noch zum Ergänzungsantrag der Dissidentenfraktion. Also grundsätzlich stehen da gute Dinge drin, nur man bekommt so ein bisschen den Eindruck, jetzt soll also alles, was hier in Dresden nun mal irgendwann und hoffentlich bald für den Naturschutz getan werden sollte, eben über die Bundesgartenschau realisiert werden. Ich denke, das wird nicht möglich sein. Insbesondere der Beschlusspunkt 2, den halten wir schon für etwas problematisch, eben die Bundesgartenschau auf die ganze Stadt quasi auszudehnen. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten und man kann das sicherlich auch erweitern, aber das eben so weit zu fassen, ist doch etwas problematisch. Deshalb beantragen wir eine punktweise Abstimmung und würden den Beschlusspunkten 1 und 3 zustimmen und uns beim Beschlusspunkt 2 unterhalten. Grundsätzlich aber ein tolles Projekt, wo ich auch nur um Ihre Zustimmung werben kann. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Scheubach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2033 in unserer Stadt wäre eine ganz wunderbare Chance für die weitere Entwicklung Dresdens. Es bestehen aber auch Risiken, da dürfen wir nicht drüber hinweggehen. Wir wissen, es gab diese Idee auch in anderen Städten, siehe Cottbus oder Rostock, wo man zunächst auch mit großer Begeisterung in dieses Projekt gegangen ist und wo sich dann Ernüchterung breit gemacht hat. Und deshalb, wir müssen jetzt schauen, was haben wir vorliegen? Eine Ideenskizze. Da darf man jetzt keine zu hohen Erwartungen dran stellen. Es ist eben eine Ideenskizze, noch keine Machbarkeitsstudie. Und jetzt wird der Stadtrat, und ich gehe davon aus, dass wir das heute mit großer Mehrheit beschließen, den Oberbürgermeister beauftragen, eine Machbarkeitsstudie zur Durchführung der Bundesgartenschau erarbeiten zu lassen. Das ist ein ehrgeiziges Projekt. Das sieht man alleine daran, was in anderen Städten investiert wurde für eine Bundesgartenschau. Wir reden über einen dreistelligen Millionenbetrag. Das ist ein enormes Großprojekt. Und wir wissen ja, wir haben gestern den Haushalt beschlossen, was man für diesen Geldbetrag, der da anfallen würde, sonst alles in der Infrastruktur unserer Stadt finanzieren könnte. Und deshalb ist es wichtig und deshalb legen auch wir als Linke großen Wert darauf, die Bundesgartenschau darf nicht sozusagen ein UFO sein, was irgendwie in dieser Stadt von außen landet, was dann für einige Zeit da ist, was quasi im Sinne eines Events für die Gäste unserer Stadt dient. Nein, wir legen großen Wert darauf, dass die Bundesgartenschau nachhaltig angelegt wird, dass sie langfristig positive Wirkungen für unsere Stadt entfaltet und dass sie unsere Stadt schöner macht und das Leben der Stadt, der Einwohnerinnen und Einwohner in unserer Stadt verbessert. Das ist wesentlich. Und deshalb ist es richtig, dass sich die Stadtbezirksbeiräte, die Fachausschüsse intensiv bereits mit diesem Thema befasst haben und nicht etwa nur votiert haben, sondern von vornherein eigene Vorschläge, eigene Ideen eingebracht haben. Und das sieht man ja, der Beschlussvorschlag ist deutlich angewachsen mit Themen, die im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie zu betrachten sind, zu prüfen sind, zu vertiefen sind. Und insofern will ich meinen Vorrednern auch beipflichten. Es ist wichtig, dass wir nicht nur einzelne Teile unserer Stadt dabei betrachten, sondern dass wir die gesamte Stadt in den Blick nehmen. Wir haben Potenzialflächen, wir haben Brachflächen, es gibt auch Schandflecke in dieser Stadt
Und wir haben mit dieser Buga diese Chance, Schandflecke zu beseitigen und Brachflächen zu entwickeln, die schon lange Zeit einen Dornröschenschlaf schlafen. Und insofern haben wir jetzt eine große Chance. Wir werden heute eine erste Entscheidung treffen. Und ich hoffe sehr, dass die positiven Aspekte, dass das, was unsere Stadt voranbringt, überwiegen werden und dass wir sozusagen die Risiken im Griff behalten werden. Das wird aber jetzt sehr davon abhängen, wie wir in den kommenden Monaten, wie die Machbarkeitsstudie ausgeht. Das muss mit großer Ernsthaftigkeit betrieben werden. Aber wir gehen jetzt erstmal mit einem positiven Blick an diese große Aufgabe heran und werden dieser Vorlage zustimmen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion, die CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer hat gesagt, gleich kommt nochmal das Gleiche? Das war der Kießling, oder? Ja, es ist viel was Neues, was soll viel was Neues kommen? Also auch von unserer Seite gibt es volle Zustimmung zum Thema und ich habe heute schon wieder rausgehört so beim Kollegen Lichti, ebenso wie in den Ausschussberatungen, da schon wieder gewisse Skepsis und schon wird schon wieder viel reininterpretiert, es soll besonders ökologisch, besonders grün, soll besonders sozial sein und. Aber was ist eine Buga erstmal als Wichtigstes? Es ist ein Tourismusmagnet, es ist ein Wirtschaftsfaktor. Das ist das wesentliche Thema in der Bundesgartenschau. Ja, was ist daran falsch? Aber wir als Dresdner fangen schon wieder an, Dinge reinzureden. Und wenn ich höre, im Südpark oben, da gibt es schon wieder Bestrebungen, dass es doch alles nicht so werden soll und. Man will es auf die ganze Stadt ausdehnen. Klar, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass wir das Ostra-Gehege einbeziehen und dann eine schöne Seilbahn nach Pieschen bauen. Alles schöne Dinge. Aber wir sollten bei dem bleiben, wie es ist. Es geht jetzt um eine Machbarkeitsstudie, in die ganz viel der Oberbürgermeister noch reinpacken kann. Und wir sollten das Thema jetzt alle proaktiv begleiten. Und ich meine, wir haben einen großen Vorteil mit dem Südpark und mit dem Blauen Band. Haben wir schon zwei Projekte, die wir nun und auch mit dem ganzen Umfeld da, die Kiesgruben, der Kiesgrubensee und haben wir zwei Projekte, wo es immer ein Stück weit ein bisschen an der Finanzierung hing und an der Umsetzung. Und das kriegt jetzt einen richtigen Schub. Ich wünsche dem Projekt alles Gute. Machen Sie, Herr Oberbürgermeister. Danke. Freie Wähler, freie Bürger, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ja, auch wir stehen voll und ganz hinter einer Bundesgartenschau in Dresden. Wir möchten aber vor einem warnen und dazu beginne ich mal mit mehreren Zitaten aus dem Jahr 2021. Begonnen haben die Rückbauarbeiten den Angaben zufolge am 11. Oktober. Unter anderem werden auf dem Petersberg die Rutschen, die Erfurter Gartenschätze, der Rosenhang und der Weinberg zurückgebaut. Im Egerpark sollen bis Ende des Jahres die Themengärten komplett beräumt werden und auch in den Gartenideen wird den Angaben zufolge teilweise zurückgebaut. Das nächste Zitat. Wenige Monate nach der Buga sieht das Plateau aus wie eine Brachfläche. Und noch eins. Temporäre Anlagen wie die Schaugärten werden zurückgebaut. Meine Damen und Herren, ja, wir wollen eine Buga, aber wir wollen eine Buga, die eine Buga der Bürger ist, die von den Bürgern genutzt wird und die den Bürgern auch im Nachgang erhalten bleibt. Ich glaube, das muss eine Maßgabe sein, die wir denjenigen, die an der Machbarkeitsstudie arbeiten, mitgeben. Und wenn wir, wie gerade eben erwähnt, eine Seilbahn vom Ostra-Gehege nach Pieschen bauen, um das Ostra-Gehege für die Buga auch von einer zweiten Seite sinnvoll und dauerhaft zugänglich zu machen, dann sollte diese Seilbahn auch stehen bleiben und nicht wie andere Seilbahnen dann, wie zum Beispiel in Mannheim, nach 10 Monaten wieder zurückgebaut werden. Denn das wäre ein Fehler. Wenn wir eine Buga haben wollen, dann wollen wir lang davon profitieren, denn wir werden auch lang und intensiv dafür arbeiten müssen. Vielen Dank.
Als nächstes die SPD-Fraktion, Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesgartenschau könnte eine sehr, sehr große Chance für unsere Stadt sein. Und es liegt nicht nur daran, dass eine Buga ein Wirtschaftsfaktor ist und ganz viele Touristinnen und Touristen anzieht. Wer sich mal so die Eigenbeschreibung der Buga anschaut, da geht es auch darum, aber da geht es im Kern darum, Grün in die Stadt zu bekommen. Das ist das Kernziel der Buga und auch der Bundesgartenbaugesellschaft. Das sollten wir, glaube ich, nicht aus dem Blick verlieren. Und natürlich bietet das auch ganz viele Möglichkeiten für unsere Stadt. Und insbesondere, wenn Projekte wie zum Beispiel der Südpark einbezogen werden, der Südpark, ein Projekt, was uns als SPD immer sehr, sehr am Herzen lag, dann freut uns das natürlich, dann bietet das enorme Chancen. Und deswegen werden wir dieser Vorlage auch sehr, sehr gerne auch zustimmen. Ich will an der Stelle aber auch nicht verhehlen, dass wir noch einige Aufgaben vor uns haben. Und ich glaube, der Stadtrat tut gut daran, diese Aufgaben jetzt zu benennen, sehr frühzeitig, der Verwaltung auch Hinweise zu geben, damit man dann wiederum im weiteren Prozess wirklich recht gut, recht zügig auch durchkommt. Und ich will das gerne auch noch ein bisschen unterfüttern. Wir haben mit dem Blauen Band Geberbach und dem Südpark zwei eher dezentrale Kernbestandteile der Buga-Bewerbung. Wir haben aber das Ziel, die Buga ja natürlich auch sehr stark touristisch zu nutzen. Da ist die Frage, wie schaffen wir es auch in der Innenstadt zum Beispiel einen Ankerpunkt zu setzen für die Buga, dass die Menschen überhaupt darauf aufmerksam werden, dass das in Dresden ist und dass man auch zu den anderen Standorten gelangt. Das ist eine große Herausforderung und ich glaube, da müssen wir uns noch einige Gedanken machen. Und es geht eben auch darum zu schauen, wie vernetzen wir diese unterschiedlichen Standorte? Wie schaffen wir es, dass es einen gewissen sachlichen Zusammenhang zwischen dem Buga-Gelände Südpark und dem Blauen Band Geberbach gibt? Wie schaffen wir es, das wirklich auch in einem Straßenbild sichtbar zu machen? Das sind Herausforderungen, denen müssen wir uns als Stadtgesellschaft stellen. Und wir müssen natürlich auch bei den einzelnen Projektbestandteilen nochmal ganz genau hingucken. Wir haben einen Südpark, da ist vorgesehen eine starke Vernetzung auch mit den anderen Grünflächen am Südhang in Dresden, die dann auch zu schaffen, eben zum Beispiel Richtung Recknitzpark, Richtung Bismarckturm. Da ist die Frage eben auch, wie geht man damit so Störfaktoren wie der Bergstraße auch um? Kommt man da vielleicht doch nochmal zu anderen Lösungen? All das sind Sachen, die müssen wir, glaube ich, mit diesem Zeitverlauf jetzt nochmal genauer betrachten. Und, das will ich an der Stelle auch sagen, wir wollen, dass durch eine Buga-Bewerbung andere Projekte, die dieser Stadtrat schon mal beschlossen hat, zum Beispiel eine legale Badestelle am Kiessee Leuben, nicht verzögert werden. Das haben wir ebenfalls als SPD auch noch mal in die Beschlussempfehlung mit reingebracht. Das alles sind jetzt kleine Aspekte. Ich will aber an sich noch mal auf eine etwas größere Fragestellung auch hinaus. Wir haben bei der Buga-Bewerbung verschiedene Begründungen auch dargelegt, warum Dresden das machen sollte. Wir verweisen auf die gartenbauliche Tradition von Dresden, wir verweisen auf die positiven touristischen und wirtschaftlichen Effekte, wir verweisen auch darauf, dass wir schon Projekte haben, die sich gut dafür eignen würden, also Südpark, Blaues Band. Ich glaube, wir müssen noch stärker herausarbeiten, was das eigentlich Dresden-spezifische an einer Buga-Bewerbung ist. Warum passt eine Buga ganz besonders gut nach Dresden? Was kann Dresden auch insgesamt in diese gartenbauliche Tradition Neues mit hineinbringen? Das müssen wir, glaube ich, noch stärker herausarbeiten und dann kann das wirklich eine sehr, sehr runde Sache werden. Vielleicht eine technische Anmerkung noch. Ich habe den Ergänzungsantrag der Dissidentenfraktion jetzt so verstanden, dass er die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses nur ergänzt, nichts rausstreicht. Sehe ich das richtig? Ja. Ja, gut. Genau. Und ich würde wirklich darum bitten, dass wir all diese Aufträge, die jetzt hier auch aus dem Rat kommen, ernst nehmen. Wir werden sicherlich nicht alle berücksichtigen können, aber dass man zumindest wirklich mal die Gedanken da auch weitet, das in den weiteren Prozess auch einbringt und dann insgesamt zu einem wirklich runden Konzept kommt. Das kann wirklich was Schönes für Dresden werden. Vielen Dank. FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Warum gehört die Buga nach Dresden? Ja, weil Dresden halt eine Landschaftsstadt ist und vielleicht die deutsche Großstadt, die interessanteste Landschaft zu bieten hat, die man sich nur denken kann. Weil ich glaube, diesen Abwechslungsreichtum nach der Fläche ja immerhin viertgrößte Stadt, die wir ja sind, das hat, glaube ich, wenn ich das so richtig mir überlege, keine andere Stadt in dieser Form zu bieten. Und das ist nur gut, dass wir uns endlich auch mal um die Buga bewerben. Das finde ich, also im Ergebnis des Prozesses hoffe ich,
dass das alles dann auch gemacht wird, weil ich denke, das passt zu uns. Wir haben die Gartentradition, das ist so, Dresden ist eine der grünsten Städte, das wissen wir auch und das ist auch gut so, dass wir das genauso haben und die auch bewahren wollen. Ich sehe die Gefahren, die Thorsten Nietzsche angesprochen hat, nicht. Denn wenn uns was aus Dresden auszeichnet, ist es ja, dass wir oftmals etwas kleiner denken oder manchmal vielleicht auch zu klein denken. Wir sind ja nicht diejenigen, die bei den großen Projekten uns die aussuchen, die einer gewissen Utopie entspringen, wie es zum Beispiel unsere Leipziger Freunde machen. Und uns ist ja so ein gewisser Realismus da noch mit anbei. Und ich glaube, das wird auch jetzt so sein. Es wird nie eine Mehrheit dafür geben, dass Dinge gebaut werden, die wir hinterher wieder abreißen. Ich glaube, das ist in keinermanns Sinne, sondern wenn wir hier was machen, dann machen wir es solide. Ich glaube, wir müssen es besser machen als bei der Kulturhauptstadtbewerbung. Der Starre sitzt schon noch tief. Das ist ja schade, dass das nie gelungen ist. Da hat die Stadt und auch die Verwaltung, glaube ich, nicht genügend gebrannt für das Projekt. Jetzt ist es aber so, vergossene Milch. Aber ich glaube, das ist eine neue Chance, wo wir uns vielleicht verbinden können. Womöglich passt es auch besser zu uns als diese Kulturhauptstadt, kann ja sein. Ich finde es gut, dass es mal nicht das Stadtzentrum ist und mal nicht die Neustadt ist, sondern explizit auch der Südraum ist. Plus das, was auch die SPD vorschlägt, alles, was um den Kiessee-Leuben passiert, das ist eine Region, die ist es wert, mal besonders betrachtet zu werden. Auch das ist ein Schatz, den man vor allem außerhalb von Dresden ja noch nicht so kennt. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass wir uns genau um diesen Bereich mal kümmern. Deswegen von uns auch volle Unterstützung für den Beginn des Prozesses. Fraktion Dissidenten, Herr Lichti. Ja, heute ist der Abend der seltsamen Bündnisse. Lieber Veit Böhm, ich muss dir ausdrücklich recht geben. Natürlich ist es auch ein touristisch-wirtschaftliches Ereignis. Und ich unterstelle mal unserem Herrn Oberbürgermeister, der jetzt hinter mir sitzt, hoffe ich, dass er natürlich jetzt nicht in erster Linie aus Biotopverbundsinteressen, sondern aus originär touristisch-wirtschaftlichen Interessen uns diesen Vorschlag vorlegt. Und das ist auch legitim, sage ich ausdrücklich. So. Und andersrum wird ein Schuh draus, den ich nochmal erklären muss, weil Herr Dr. Debbe hat ihn leider nicht verstanden. Das Problem ist, ja natürlich, aber jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit, darum geht's. Also, wenn es ein touristisches Ereignis sein soll, wenn es auch ein wirtschaftlicher Erfolg sein soll, dann müssen wir doch wahrnehmen, was, sage ich mal, der Tourist, den wir ansprechen wollen, die Touristin, die wir ansprechen wollen, die wir nach Dresden locken wollen, welches Bild von Dresden die haben. Und ich sage ich mal, die haben halt den Canaletto-Blick. So. Das heißt, wenn man die nach Dresden einladen will, dann müssen sie ihre Erwartungen auch nur annähernd wiederfinden. Das heißt, die Innenstadt muss vorkommen. Und lieber Holger Zastrow, natürlich ist doch völlig unstreitig, dass wir Geberbach und Leubner, ist doch völlig klar, darüber rede ich doch gar nicht, darum geht es doch gar nicht. Sondern es geht darum, wie kann ich jetzt, damit es auch ein Tourist, ich kann es auch jetzt böse sagen, ich wollte nicht böse sein, glauben wir allen Ernstes, dass wir die Leute Deutschland europaweit einladen können, um den Südpark zu besichtigen. Der Südpark ist ein Projekt für die Plaunerinnen und Plauner und ich gönne ihn und er ist ein super Projekt und wir können auch gerne da irgendwie eine Fläche für die Buga machen. Aber sorry, ja, die Leute kommen nach Dresden, weil sie Dresden erleben wollen und die Dresden ist nun mal die Innenstadt in erster Linie. So, das heißt, damit ist doch das Problem erstmal richtig beschrieben. Das Problem ist eben, wie kann ich, sage ich mal, die Räume, die Innenstadt nahe sind, und es ist nun mal das Ostfalgehege mit allen, und es ist nun mal der große Garten mit der Idee Keitzbach, ja, das ist ja nicht eine Spinne, sondern es ist genau diese Chance, aus den vorhandenen Grünräumen, die da sind, das an die Innenstadt ranzuführen, dort die Leute abzuholen, in die Innenstadt zu lassen. In der Innenstadt muss auch irgendwas passieren. Wir haben jetzt heute gerade den grünen Bogen beschlossen, alles gute Sachen, ja. Aber, Die Idee, die spannende städtebauliche Frage ist doch, wie können wir die Leute, sage ich mal, in der Innenstadt abholen und sie dann in diese Räume östlich oder westlich hineinlenken. Genau deswegen habe ich ja das bemüht, das extra nochmal aufzuschreiben, dass wir das Thema Großer Garten, Keitzbach als Verbindungslinie runter in die Elbe, ja, was ja auch, sage ich mal, historische Wiederherstellung von geschlagenen Wunden ist. Also, ich werbe einfach darum, das ein bisschen genauer sich anzugucken, auch die Chancen und die Probleme zu erkennen, das auch schärfer zu diskutieren. Und ich glaube, dann kann man auch zu einer guten Lösung
kommen. Und gleich ein allerletzter Gedanke. Eigentlich geht es doch darum, oder ist doch das die, bietet es doch die Chance, dass wir sowas wie eine Buga in Entwicklung zeigen. Ja? Also dass wir sagen, das und das und das haben wir uns vor. Natürlich, Kaisbach-Freiheit ist ein Riesenprojekt, ich weiß gar nicht, ob das geht. Aber wenn man einfach den Leuten klagt, okay, das ist jetzt unsere Idee, vom großen Garten der Kaisbach-Freiheit renaturiert, die alte historische Stadtansicht und so weiter. Ne? Und jetzt haben wir den Teil gemacht und das zeigen wir euch mal. Im Jahr 2033 wollen wir fertig sein, kommt dann bitte wieder. Also jetzt gerade unter den touristisch-wirtschaftlichen Aspekt, glaube ich, würden solche Gedanken ein großes Potenzial bieten. Also ich sehe überhaupt keinen Widerspruch, wie er jetzt teilweise angeklungen ist, zwischen der wirtschaftlich-touristischen Vermarktung, ich sage mal das böse Wort, und der Herstellung von wirklich wirksamen Grünzügen und Biotopverbindungen. Danke. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde wird AfD das Wort gewünscht? Nein? Dann sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen, Herr Dr. Deppe. Ja, kurz nochmal als Entgegnung an Herrn Lichti, weil ich es ja nicht verstanden habe. Ich möchte einfach mal darauf hinweisen, dass in diesem Ergänzungsantrag der Dissidenten der Punkt 2 wirklich ein bisschen redundant ist. Also auf der einen Seite soll eben da die ganze Stadt einbezogen werden und das beinhaltet auch Bereiche, wo das vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, wie meinetwegen Hufewiesen oder was weiß ich, Halde 1, Halde 2. Auf der anderen Seite werden dann eben in dem weiteren Beschlusspunkt 3 ja Schwerpunkte genau benannt. Nicht? Und von daher, denke ich, braucht man auch einfach diesen Punkt 2 nicht. Und deshalb habe ich da eben für Enthaltung plädiert. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Es ist beantragt worden, zunächst den Ergänzungsantrag punktweise abzustimmen. Und deswegen darf ich aufrufen, wer für den Punkt 1 des Ergänzungsantrages Dissidenten ist. Den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 24 Nein, eine Enthaltung. Wer so aufgenommen. Wir kommen zum Punkt 2 in der Abstimmung. Der Punkt 2 hat 20 Ja-Stimmen, 29 Nein und 14 Enthaltungen, hat keine Mehrheit gefunden. Und wir kommen zum Punkt 3. Ja, 23 Nein, 6 Enthaltungen, hat eine Mehrheit gefunden. Soweit kommen wir zur Schlussabstimmung, jetzt um die Punkte 1 und 3 erweitert. Jetzt aus dem Ergänzungsantrag Dissidenten. Wer dem federführenden Ausschussbericht so ergänzt zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 63 Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung. Vielen Dank. Ein klarer Handlungsauftrag jetzt im nächsten Jahr an diesen Umsetzung und Machbarkeitsstudie zu erarbeiten und dann Ihnen eben bis Ende nächsten Jahres vorzulegen zur Beschlussfassung.